Kapitel 11 Alternative Lösungen. Und damit beginnen wir jetzt hier auch die neue Aufnahmesession bei Dead Space. Es ist geschätzte 3 Wochen her, dass wir hier gespielt haben. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen mehr aufgenommen, sodass wir auch gleich 3 Folgen zusammenbekommen hatten. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, ich habe nichts verlernt. Beim letzten Mal sah das eigentlich ganz gut aus. Da haben wir diesen komischen Typen erledigt. Ah, ein Shop. Ihr habt mir ja geschrieben, ich soll unbedingt noch ein paar Energieknoten kaufen, denn wir sind so ziemlich beim Finale angekommen. Wir haben zu viel Geld und wir haben den besten Anzug auch schon erworben. Dementsprechend könnten wir theoretisch das gesamte Geldpolster hier für Energieknoten ausgeben. Naja gut, das gesamte machen wir mal nicht. Ich sag mal, so, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und dann hatten wir hier, genau so sieht es nämlich aus. Oh, Halbleiter. Wartet mal, die verkaufen wir erstmal. Und die auch. Und das ist ziemlich viel Munition. Auf jeden Fall haben wir hier so viele Medipäckchen drin. Das habe ich beim letzten Mal komplett vergessen. Wie in Safe? Ist doch in Safe. Hey. Ins Inventar meinte der jetzt oder was? Ach, da haben wir wohl einen Fehler im Spiel entdeckt. Na gut. So, Impuls, das könnten wir eigentlich verkaufen. So, die braucht doch kein Mensch mehr. Dann Impulsgewehr könnten wir theoretisch auch verkaufen. Naja, lassen wir das uns erstmal so. Und wir... Nee. Abbrechen. Wir schließen mal den Shop. Ich würde doch nochmal gerne ins Inventar hier schauen. Ja, das ist, glaube ich, etwas zu viel. Dann lassen wir nochmal 1, 2 Sachen hier. Und zwar genau hier. Oder wartet, wir verkaufen das und wir verkaufen das einmal. Und dann holen wir uns nochmal... So, 2 Knoten. Ich glaube, das können wir jetzt richtig schön aufpäppeln. Mal sehen, was sich hier noch lohnt. Wir beginnen ganz oben. Oder wir beginnen mit dem Plasma-Cutter. Denn viele haben gesagt, dass sie den komplett aufgerüstet haben. Und dann soll er gar nicht so schlecht sein. Schadenspunkte, dafür bin ich ja. Schneller nachladen. Okay, merken wir uns. Laserkanone. Ach Gott, na das dauert ja lange, bis wir da Schadenspunkte bekommen. Hier dauert das auch Ewigkeiten. Wartet mal, das könnten wir vielleicht nehmen. Mine, Breite und dann Schadenspunkte. Ja, das machen wir. So, so. Okay. Dann haben wir hier den maximalen Schaden erreicht. Luft, ja, halte ich jetzt nicht viel von. Reichweite, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Ich denke, mit Dauer wäre das wohl... Energie um 20 Punkte erhöhen, ist auch nicht schlecht. Okay, wartet mal. So, haben wir das auch nochmal ein bisschen verbessert. Und wie viel hätten wir jetzt hier noch gebraucht? 2 Stück. Na gut, vielleicht später nochmal. Ich denke mal, die letzte Werkbank wird es nicht gewesen sein. Und dann begeben wir uns nun hier rein, Station Halle. Öffnet die Tür. Wow, nein, schließ die Tür. Okay, wir sollten erstmal alles nachladen. Das wäre, glaube ich, am besten. Und hier auch. Okay. Dann starten wir mit dem Plasma-Cutter. Oh nein. Hallo? Wollen wir die Toiletten besuchen? Eigentlich nicht, ne? Aber wir machen es mal. Vielleicht ist ja hier was drin. Außer irgendwelche Viecher. Ah, schön. Laserkanone. Ich erkenne nichts.
So. Okay. Waren wir hier schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ich meine, mit den Toiletten auch? Speicherstadt? Doch, ich glaube, wir waren hier schon mal, ne? Da ging doch hier diese Alarmanlage an, wenn mich nicht alles täuscht. Schon ein bisschen her. Naja, dann sind wir halt wieder zurück. Und hier war doch irgendwie so ein Riesenraum. Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, ein Monster. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, wieder noch eine Werkbank, hallo? Bräuchten eher noch einen Shop. So, den da hinten können wir gleich mal ausschalten. Dann sind wir den schon los. Obwohl, vielleicht hätten wir warten sollen, bis die sich begegnen. Naja, jetzt ist es zu spät. So, wir müssen hier runter. Wir wählen aber, glaube ich, dann lieber die 2 aus. Und dann geht's los. So, hier vorne ist noch keiner, das ist gut. Und jetzt... Oder wartet mal, wir nehmen vielleicht dann doch die Waffe hier. Wenn er so weit weg ist, haben wir genügend Zeit, um die zu laden. Was? Seit wann kommen denn aus seinem Bauch solche kleinen Knirpse raus? Gott. Bam! Daneben! Verdammt! Komm! Ja! Genau so. Perfekt. Das hat ja kaum jemand mitbekommen. Munition gleich nehmen. Und dann schauen wir uns hier vorne nochmal die Kästen an. Was haben wir da drin? Strahlenmunition und Plasmaenergie. Gute Sache. Jetzt, wo genau müssen wir hin? Einmal darüber. Das machen wir. Ich sehe da auch schon so eine kleine Schaltfläche. Was ist das jetzt hier? Frachtsteuerung. Vielleicht erkunden wir trotzdem vorher nochmal den Raum, genau. Und nehmen hier diese gesamten Truhen mit, beziehungsweise zerstören die. Und schauen hier nochmal rein. Vielleicht ein bisschen Geld? Nö. Geld gibt es nicht mehr, nur noch Munition. Was hat der liegen gelassen? Ja, das könnten wir theoretisch gleich mal verwenden. So. Dann sind wir hier schon gut aufgestellt. Was haben wir da noch drin? Ah, das ist doch immer ein schlechtes Zeichen gewesen, wenn hier so viel Munition liegt. Ah, nee. Ich befürchte, dass wir gleich ernsthafte Probleme kriegen werden. Geld, schön. So, ist da noch was? Nö. Okay, dann die letzte Ecke hier noch erforschen. Da liegt nichts. Ein Energieknoten. Den nehmen wir sehr gerne mit. Und 2 Schränke öffnen wir. Und dann ist es soweit. Also, wir aktivieren die Steuerung hier vorne. Und ich hoffe, dann kommt uns kein Riesenmonster entgegen. Obwohl, es muss ja wohl so kommen. Los geht's. Aktivieren. Okay, 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 okay. Vielleicht gehen wir hier mal in die Mitte. Ich glaube, das ist am sichersten. Der Marker! Ich glaube es nicht. Direkt vor uns. Lieferung 782. Für weiteren Frachttransport wird Kinder. Wow! Oh, Scheibenkleister! Oh, von wegen, die Mitte ist sicher. Nee, die, raus aus der Mitte. Raus aus der Mitte, raus aus der Mitte. Oh, nein, nein, nein. Die, ach, nö, und jetzt auch noch so einer. Oh. Komm. Ey, Scheiße. Shit, 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 shit. Komm, komm, komm. Verdammt. Okay, nachladen. So. Komm schon. Ja. Lebt da noch einer? Nein. Okay, okay, okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Mitte ist sicher. Ja, ist klar. Shit.
Das habe ich aber ganz anders vermutet. Ich dachte, von allen Seiten kommen hier irgendwelche kleinen Monster und dann ist das so ein Riesenarm. Hallo, ich will gerne... Nein! Oh, kriege ich hier nicht ausgewählt. Welche Nummer war das? Die 3. Bam! Daneben! Doch, getroffen! Shit! Oh, warum aktiviere ich nicht... Oh, passt mal auf, andere Idee. Hallo? Hallo? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah, komm! Komm schon! Nein, andere Waffe! Ja! Oh, shit! Hallo, was mache ich hier? Du verdammte Riesenwurm, komm da raus! Oh! Ja! Ich bin so schlecht. Scheibenkleister. Ich treffe hier gar nichts. Oh, nee. Was ist denn... Können wir irgendwo uns aufladen? Also verstehe ich gar nicht, warum ich... Ist die doch sonst so gut? Komm nochmal raus hier. Was, das jetzt? Wir haben schon nachgeladen, also du solltest nochmal kommen. Wäre sonst schade um die Munition. Ach so, wir müssen irgendwas mit dem Marker machen. Ups. Ah, der soll da rüber. Oh, na das kann natürlich... Warte mal, können wir irgendwie die Waffe wechseln? Ach, Scheibenkleister. Die Kugel haben wir verloren, schade. Passt mal auf, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Freizeit hier. Ja, wir ziehen den rüber und hoffen, dass das Vieh nicht ankommt. Na toll. Nein, 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 scheiße. Raus hier, raus hier. Boah, getroffen. Raus. Boah, verdammt. Komm schon. Bam, bam, bam. Nein. Guck mal, irgendwas zappelt da. Also unser Körper war weg, aber... Die Waffe zappelt in der Luft. Ja, gut, hier darf man mal sterben, Freunde. Tut mir leid, aber kann ich ja nicht wissen, dass der da in der Mitte gleich rauskommt. So, wir haben genügend Zeit. Oh, nö, jetzt sollen wir alles nochmal machen? Nö, das ist natürlich jetzt auch blöd. Hm. Naja. Gehen wir runter. Machen das Spielchen hier vorne noch einmal. Klein? Hallo? Ach, diesmal kam wohl gar nichts aus seinem Bauch. Naja, dann nicht. So. Geld nehmen wir mit und dann eine schnelle Tour hier rum. Da war doch ein Energieknoten, so sieht's aus. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Also am Anfang nicht in die Mitte stellen. Dann bleiben wir da hinten in der Ecke, erledigen erstmal die Kleinen, warten, bis er wieder rauskommt und müssen gut zielen. Und ich glaube, wenn wir ihn einmal getroffen haben, dann ist sein Arm dann wieder futsch, er verschwindet und dann geht es mit dem Marker weiter. Das ist jetzt natürlich nur die Frage, wie weit wir den Marker bewegen. Also ich glaube, am besten wäre es, wenn wir ihn vielleicht ein bisschen nach vorne schieben. Hier vorne so hin. Dann gehen wir wieder hier in die Ecke und erledigen erstmal erneut die winzigen Viecher hier. Naja, obwohl so winzig sind die jetzt auch nicht. Und danach kümmern wir uns um den Arm. Ist, glaube ich, eine bessere Variante. Dass wir erstmal eins nach dem anderen hier abarbeiten. Wir probieren das aus. Wir haben Zeit. Heute können wir lange in die Nacht hineinspielen. Und von daher gehen wir das jetzt hier ganz in Ruhe und gemütlich an.
Waffe ist geladen. Die anderen hatten wir ja auch, ne? Ja, das passt soweit. Ich würde sagen, wir rüsten gleich mal die zwei aus. Für die kleinen Monster. Und dann geht's los.